Oh, ich bin schon live. Ja, ich habe jetzt einen Termin hier in Köln noch mit dem lieben Roland Schierstedt beim Reitverein Oranjehof, direkt am Fühlinger See. Und zwar geht es hier um die Erneuerung eines Reitbodens. Dann fahre ich weiter Richtung, ja, ich muss noch mein Auto tauschen. Ich hatte ja ein kleines Problem mit meinem Auto. Dann fahre ich weiter Richtung Lorsdorf, Bad Bodendorf, zu der Gruppe, die da am Arbeiten ist. Meine Maschinen sind besetzt. Und ich habe das ganze Auto voll mit Hilfsgütern. Es sind ganz viele Bettwäschen geschickt worden für das Containerdorf. Und ja, das werde ich vorher abgeben. Dann ist um 13:30 der Termin mit Vertretern vom ADD. Ich denke, das wird ein ganz konstruktiver Termin. Und dann wird die Problematik nochmal erläutert von dem Waldstück, was gerade geräumt wird. Und es ist wirklich eine Katastrophe, was da ist. Ich habe gerade noch mal zwei Bilder zugeschickt bekommen mit Kanistern und so weiter. Wir müssen einfach am Aufräumen bleiben. Gleich kommen wohl noch Fachleute dahin, die sich das Ganze noch mal anschauen. Ich glaube, aktiviert vom ADD, weil unser Bundesförster mit denen gesprochen hat und hat gesagt, ja, sollen bitte vorbeikommen und sich selber noch mal ein Bild machen, wie lange man wirklich braucht für die ganze Aktion und warum das so wichtig ist. Und bitte, bitte bleibt alle weg da. Da hat keiner was verloren. Es waren jetzt wohl Leute da aus der näheren Umgebung und wollten, weiß nicht, ob die helfen wollten oder nur gucken. Bitte bleibt da weg. Da kommt keiner rein. Da lassen wir keinen hin. Ganz wichtig. Und dann, ja, heute eigentlich zwei wichtige Termine. Um 13:30, wie gesagt, in Wilhelmshaven. Also bei Wilhelm im Hafen in Waldpotzheim. Und heute Abend ist eine Charity-Veranstaltung, da hatte ich abgesagt, habe mich aber bereit erklärt, zu einem bestimmten Zeitpunkt dahin zu kommen, wenn tatsächlich die Diskussionsrunde mit Politikern ist, aber an der anderen Veranstaltung werde ich nicht teilnehmen. Also das ist auch so vereinbart, ich bin um 10 Uhr dann heute in Bonn, werde an einer Diskussionsrunde, ich weiß nicht, was es genau ist, auf jeden Fall sind wohl auch Leute da, die viel beeinflussen können und deshalb, ich habe gesagt, alles was der Sache dient im Ahrtal, da bin ich dabei. Und alles andere werde ich dann heute Abend nicht teilnehmen. Nur zum Gespräch fahre ich dahin. Ja, so sieht der Tagesplan aus. Ich warte jetzt auf den Roland und schaue ich mir gleich den Reitboden an, weil der Betrieb zu Hause muss auch laufen. Ich bin auch sehr dankbar an alle Kunden, muss ich immer sagen, die wirklich gesagt haben, Markus, mach du erstmal im Ahrtal, wir können warten. Vielen, vielen Dank auch hier Reitverein Oranjehof, dass ihr, ja, weiter bei uns bleibt und wir weiter für euch arbeiten. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man dann mal 2 Monate von der Bildfläche sozusagen verschwindet und deshalb, ich muss solche Sachen jetzt auch wieder nach vorne bringen, dass wir Aufträge an Land ziehen und der Betrieb einfach weiterläuft. In dem Sinne, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was heute alles passiert. Es sind wichtige Termine und auch für die Zukunft wichtige Termine. Deshalb wird es auf jeden Fall heute noch interessante Dinge zu berichten geben. Ich sag mal bis später. Tschüss.